Einen wunderschönen guten Tag, Couches, zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja, uns geht's nicht so gut. Wir werden gesucht, tot oder lebendig. Ich hoffe, das ist kein Diebstahl, wenn ich das Ding hier mitnehme. Jo, erstmal speichern wieder. 53% haben wir jetzt übrigens erst. Ich bin sehr gespannt, weil es zieht sich alles so ein bisschen, muss ich sagen. Man hatte eigentlich am Ende des letzten Kapitels so ein bisschen das Gefühl, dass sie das Ganze beenden wollen. Aber mal schauen, mal schauen. Die Insel ist ja eigentlich nicht mal so groß. Da wundert es mich jetzt. Oder würde es mich jetzt wundern, wenn man hier ewig lange unterwegs ist. Ich meine, wir haben ein bisschen was zu tun. Zum einen müssen wir flüchten. Vorher müssen wir noch unseren Kollegen, wo ich gerade den Namen mal wieder vergessen habe, hier rausholen. Und so, okay, das haben wir dabei. Haben wir hier noch mehr Dinge? Hier ist noch Munition, glaube ich. Shit. Ne, wir behalten mal den hier. Da haben wir noch Munition. Ich kann halt gerade nicht so besonders viel mitnehmen. Also ich habe halt mein Holz da nicht, womit ich die zweite Waffe auch mitnehmen könnte. Kann ich dich noch mitnehmen? Oder muss ich dich austauschen? Nee. Okay. So, wir haben jetzt immer ein paar Waffen. Die eine lassen wir liegen, weil ich glaube, ich bleibe erstmal beim Revolver. Hey. Hey. Und dann machen wir erstmal das Fragezeichen hier drüben. Also sind ja beides Hauptstories und beide gelb. Oh. Okay, nicht mit der Schlange anlegen. Das könnte noch gefährlich werden hier. Warum ist das Fragezeichen hier eigentlich rot? Muss das hier rot sein? Ist das immer rot? Okay, ich glaube, jetzt ist es schwarz geworden. Oh. Ich glaube, das war's gleich mit mir. Oh, shit. Nicht, dass ich eh schon vollkommen am Arsch bin. Nee. Genetis! Don't take Genetis! Don't take Genetis! Genetis! Genetis, ah, tenemos una huevada aquí, eh? Una huevada! Voy a despertar, ah! Genetis! Genetis! Ah! Ah! Por última vez, eh? Genetis! Ahora sí, Genetis! Du lässt mir ja nicht mehr Zeit zum Antworten. Ah! Ah! Who are you? Who are you? Who are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm asking you. What are you doing here? What are you doing here? Huh? What are you doing here? What are you doing here? Come on. I'm an American. My name is Leviticus Cornwall. ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque, un tipo raro. Ob das was bringt, wenn ich hier umfalle mit dem Stuhl? Holy shit. You okay? Ein Quicktime Event einfach mal dabei. Maybe there's still time to get to the other workers. Oh yeah. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you.
Baptiste, you don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Go! Go! Come, follow me. Habe ich da Munition für? Stay close behind me. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. If they catch us, they'll murder the workers for sure. Who was that fella? Shh. One of Hercule's men. Oh. Oh, das war nicht mein Plan. Quick. Hide. Over there. Esto es una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo 3 meses más y a casa. Por favor. Okay. They've moved. Come on. Keep close behind me. Die hören dich eigentlich. Watch it. Come on, follow me. Oh. Hey, guard, keep out of sight. Okay, follow me. Keep quiet. Da vorne steht noch einer. Diablo quedaría mejor. Oh, pendejo. Está enfermo. Seguro está disfrutando. Look out! Ja, was soll ich tun? Two more ahead. Take cover on the other side of this door. Fue creado por ratas. ¿Ratas? Creado por el mismo diablo. Ich find's geil, dass er so laut redet. Jeder in diesem kleinen Camp hier müsst ihr theoretisch hören. Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando. Ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Toca ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Die gucken jetzt nach uns. Wir sollten uns beeilen. Ich fürchte, dass unser Freund, der da oben ist, ja, nicht mehr lange unter uns weilt. Wenn die nämlich herausfinden, dass wir beide hier entkommen sind. Maldito bastardo! Vamos por él! Get them down from there! Shoot the ropes! Ja. Alter. Also, nein, jetzt habe ich eine Kopfdeckung aufgehoben. Damn. They're coming from behind us. Ja. Alter. Erstmal würde ich wieder eine Waffe in die Hand nehmen, das wäre super. So, der ist eigentlich nur gestolpert gewesen. Shit, ich glaube, den hinteren habe ich nicht voll erwischt. Treff einfach nichts mehr, ist mein Problem. Was? Der ging genau ins Gesicht. Wo ist denn der auf dem Dach?
Ja, wo denn? Ich sehe hier kein Dach. Ach, da. Okay, den habe ich jetzt immerhin mal direkt getroffen. Boy. Vengan, hermanos. Estarán bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes. Thank you. My pleasure. This place makes me miss home. Take care, my friend. Hercule is getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Holy shit, ey. Das war schon wieder aufregend. Ich meine, da komme ich irgendwo hin, wo einer aufgehangen ist und werde erstmal von irgendeinem Betäubungsfall getroffen. Das ist schon wieder krass. Oh Mann, ey. So. Aber hier haben sie sich scheinbar auch nicht gewundert. Also, so, kein Kommentar, ich bin einfach zurück in der Basis. Ja, okay. Das waren keine 8 Kopfschüsse. Willst du mich verarschen? Wie viel Leben habe ich denn? Ah, das sieht gut aus, okay. Okay, mehr habe ich hier, glaube ich, jetzt. Also ich muss jetzt zu Dutch als nächstes, richtig? Ah ja, mittlerweile werde ich übrigens dann auch im Camp richtig gesucht. Alles klar. Ich werde übrigens nicht so laufen, wie mir der Weg da eingezeichnet ist. Ich meine, ich könnte dich natürlich tun. Einfach einmal komplett durchs Camp durch. Das klingt nach einer passablen Idee. Wobei es sein könnte, dass ich nach oben muss. Was ich sagen muss, es sieht schön hier aus. Also da kann man nichts sagen. Nee, ich muss gar nicht nach oben. Ich muss hier unten zu dieser Höhle. Ich erinnere mich. Das wurde gesagt. Da oben sind sie. Oh ne, kann ich hier hochklettern? Vermute nicht, oder? Doch? Doch. Sag mir, komm schon, Arthur, komm da hoch. Danke. Und da auch. Hey! Hey. So, what's the plan? Well, I found the cave Hercule spoke of and also a guide. She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. The entrance is along here. Just watch your footing. Bewege dich an der Wand entlang, ja. Mach ich. Hier ist ein bisschen schneller. Also so schmal ist der Weg hier jetzt auch nicht, wenn ich da irgendwie an einen Charter denke. What do we do when we get Javier? Well, we're gonna get the hell out of here. And set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Get everybody together and get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You want to go back to Sandini? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead. Gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. An insect bite you or something? Because you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperados on the run. But with the women, a change of clothes, we're a choir or a gang of pilgrims or something. Whatever you say. A bunch of penniless fugitives on some Caribbean dump, sneaking through caves while two of our best men got shot back home. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria!
Buenas noches. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Aquí. Dámelo. Oh, it's genuine, the old hag. Ay. Vamos. Vamos. Rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Wir haben es nicht so damit, Geld zu behalten. Ist wieder alles nach hinten losgegangen, echt. Fusar, one of the fellers Bronte pointed out to us at the party in Saint Denis. Yeah, you're right. I knew I'd heard that name before. So I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John and that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Ich weiß genau, was Dutch meint. Oh, das wäre... Oh, shit. Pardon me, my queen. Anheben. Come help me with this. Just lift it. Ja, anheben. Okay, then. Ja. Just a bit more. Scheiße, das passt auch noch alles zusammen, ey. Abigail, Jack, John. This way. See. Then you pay more. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch? What are you doing? Jesus! Easy, Dutch! What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? Yes. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. But my friend! I do not understand. Who are you? I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. Eso ni fue para tanto. Así que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos.
ustedes. ¡Vamos, carajo! Alle killen? Okay. Nicht alle killen. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. We need to deal with them. Well, I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Yeah. Yeah. Okay. Gut, dass ich nochmal zu ihm hingeguckt habe. Okay, let's hide the bodies. You grab that one. Look, das sah nice aus. Over here. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Oh, guck mal. Also lohnt ihn nochmal zu plündern eben. Ein bisschen was zum Heilen mitnehmen. Hat sich die Tür hier gerade bewegt? Let's go in there. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Alter. Maldita Guarma. Take the other side of this door. Ni es una civilización, un país civilizado. Me podría costar mujeres que usan zapatos. ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? Porque te conozco. Sí, escondí una botella. Voy a buscarla. Gracias. Okay, you take the nearest one on the left. I'll deal with his friend. Es una mierda. Es lo más bajo de una civilización. Okay. Over here. Komm sofort. Denk mir nur, der hat noch was zum Heilen. Okay. Now we need to create a diversion. Well, what do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Is there any dynamite? Oh, no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Sugar? Oh, yeah. No problem. You'll see. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Yeah. Create enough dust. This place will go. Wo muss ich noch dran? Okay. We are nearly there. Jetzt sollten wir schnell weg. Ja? Ich bin hier. Alright, head on out and wait for me. I'll get this going. Warte, ist hinter ihm eine Tür? Ich wäre jetzt fast wieder den anderen Weg gegangen. Ich wollte gerade sagen, wir sollten ein Stück weg. Wenn das Ding in die Luft fliegt. Hm, ich auch nicht. Come on, we can hide behind that well. That place has to blow soon. Get ready to make a run for Javier.
Dios mío. Dios mío. Let's go. Wo ist er? Da. Hallo. Hallo, bewegen. Man kann ja nicht zwischendurch. Alter. Ich bin ja dabei. Jo, den habe ich. Moment, da drüben ist irgendwo auch noch einer. Da kommt auch noch einer. Ich sehe mal wieder keinen hier. Meine Güte. Ich mach einfach keine Headshots mehr. Das ist mein Problem. Ja, ich hab da... Oh shit, oh shit, ja. Ich muss eine andere Waffe in die Hand nehmen. Ich sehe halt nichts. Also ich kann hier schlecht auf die schießen. Aber die schießen hier auch einfach nur auf gut Glück rein. Bisschen viele. Dutch, ich komme. Wie ich dem den Helm oder die Mütze vom Kopf geschossen habe, ey. Dass da oben irgendwann kommen muss, habe ich mir schon lange gedacht. Weiter. Shit. Alter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie seit wir da auf der Flucht sind, habe ich das Gefühl, treffe ich schlechter. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt.